Hallo Menschen, ich wurde wieder einmal von Mimibooks getaggt und zwar im Future Me Tag, bei dem es so gut wie gar nicht um Bücher geht, sondern stattdessen um mich. Yay! Und danke erstmal fürs Taggen, mal schauen, was ich daraus mache. Es geht los mit der Frage: Lässt du die Zukunft auf dich zurasen oder planst du sie vollkommen durch? Und schon bei der ersten Frage merkt man, dass das alles vielleicht ein bisschen interessanter wäre, wenn ich nicht so ein Mitteldingsbums überall wäre, denn weder noch. Also ich habe noch nie in meinem Leben sowas wie einen 5-Jahres-Plan gehabt oder dass ich gesagt habe, Mensch, mit 25, da möchte ich Kinder, mit 30 mein eigenes Haus oder sowas. Und auch wenn ich zum Beispiel im Studium Seminararbeiten zu schreiben hatte, dann war das eher so eine Planung wie, okay, du hast 2 Monate Zeit, du musst 3 Seminararbeiten, 2 Essays schreiben, mach mal das und das. Aber ich habe jetzt nie gesagt, okay, du hast 2 Tage für die Recherche dafür und dann musst du in 5 Tagen das erste Kapitel geschrieben haben oder so und so weiter. Da habe ich mich dann einfach immer hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal die Seminararbeit. Und aktuell ist es jetzt so, ich habe einen festen Arbeitsvertrag und auch nicht vor, jetzt unbedingt zu wechseln. Deswegen ist es zurzeit eher so ein, ich stehe früh auf und entweder gehe ich auf Arbeit oder mache zu Hause meinen Kram. Und da steckt, glaube ich, kein tieferer Plan dahinter. Vielleicht für BookTube plane ich immer ein bisschen, aber das ist auch schon so das Einzige, was ich mache. Als zweites wird gefragt, glaubst du, die Welt wird in ein paar Jahrzehnten vollkommen anders aussehen? Nein. Dazu muss ich kurz sagen, Jahrzehnte bedeutet bei mir, es muss auf jeden Fall weniger als ein Jahrhundert sein und eigentlich auch so 90 und 80 Jahre ist für mich mehr in Richtung Jahrhundert. Deswegen sage ich mal so 50 bis 70 Jahre sind jetzt, sage ich mal, so die nächsten Jahrzehnte. Und wenn man das wiederum zurückrechnet, so vor 50 Jahren, vielleicht okay, vor 70 war gerade 1945. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschheit einen riesen Sprung gemacht hat. Es gibt sehr viele kleine Veränderungen, natürlich auch so politische Systeme, die sich abwechseln, aber wir sind im Großen und Ganzen noch das Gleiche. Und auch, ja, alles verändert sich, aber die Welt ist ja auch immer noch nicht komplett untergegangen und ich glaube auch, dass sich das halt in den nächsten 50 Jahren ungefähr ähnlich verhält. Natürlich wird es neue Entdeckungen und Entwicklungen geben, aber meiner Meinung nach nichts, was einen krassen Einschnitt bietet. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel, dass das Internet eine für mich zwar sehr, sehr einschneidende Entwicklung ist, dass aber die Menschheit deswegen nicht komplett anders geworden ist. Ja, wir kommunizieren schneller und ja, wir schauen vielleicht eher ein YouTube-Video als ein Buch zu lesen, aber das ändert uns als Menschheit nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass sich zwar Prozesse weiter und sogar exponentiell beschleunigen werden, also sowohl Sachen wie die Umweltverschmutzung als auch Verstädterung, aber auch eben zum Beispiel die Arbeitskraft von Computern oder also eher die Speicherkapazität, aber das hat ja auch immer so Einwirkungen auf unseren Alltag, wenn es dann halt in normalen Laptops genutzt wird und so weiter, dass uns das aber nicht vor ein komplettes Ausstellen wird. Genauso habe ich das Gefühl, dass sich sowohl die positiven als auch die negativen Entwicklungen verstärken werden. Also zum Beispiel solche Dinge wie also Frauenrechte und die LGBTQ-Bewegung, das halte ich für ganz positive Ansätze. Aber ich glaube auch, dass so Dinge wie terroristische Anschläge, die Arm-Reich-Schere oder so Bürgerkriegszustände, dass das noch öfter aufkommt. Aber ja, trotzdem, dass sich nicht die Welt komplett verändert. Als drittes wird dann gefragt, wenn in der Zukunft Superkräfte möglich wären, welche hättest du? Hier war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, Superkräfte ist immer etwas, was man sich nicht so direkt aussuchen kann. Deswegen habe ich online mal so ein Quiz mitgemacht, das war aber ehrlich gesagt nicht sehr gut, das möchte ich euch gar nicht verlinken. Aber raus kam dabei, ich hätte die Fähigkeit, Materien dank meiner Intelligenz und Gedankenkraft zu bewegen, auseinanderzusetzen und an anderen Orten wieder zusammenzusetzen und Illusionen zu erzeugen. Und prinzipiell glaube ich tatsächlich, dass es auf jeden Fall irgendwie sowas Mentales wäre oder vielleicht auch noch Elektrizität oder Heilung und so, aber auf jeden Fall etwas, was nicht irgendwie auf meine Körperkraft zurückfällt, weil selbst wenn man irgendwie sehr stark ist oder fliegen kann, stelle ich mir das trotzdem noch sehr anstrengend vor und das ist einfach nicht so meine Sache. Also ich glaube, es wäre irgendetwas Psychisches, mit dem ich andere Menschen manipuliere oder so. Als viertes. Von fliegenden Autos bis zum Beamen, welche Art von Technologie würdest du dir für die Zukunft wünschen? Und zwar, neben jetzt so wirklich wichtigen, großen
Technologien, die vielleicht in der Medizin eingesetzt werden, hätte ich für mein persönliches Leben gerne ein Gerät oder Implantat oder was auch immer, was Träume aufzeichnet, sodass man sie dann später nochmal sehen kann. Ich kann mich zwar fast jeden Morgen an meine Träume erinnern, aber ich führe kein Tagebuch, ich denke dann eigentlich auch nie länger drüber nach und deswegen vergesse ich sie dann wieder, obwohl ich die früh immer eigentlich ziemlich toll finde. Also ich habe meistens sehr, sehr epische Träume, wo ich auf irgendeine Quest gehe oder wo mich jemand ermorden will, wo immer irgendetwas passiert und oft auch wirklich das, was man halt von Träumen immer so denkt, obwohl viele Leute auch was Alltägliches träumen, dass bei mir Dinge passieren, die halt in der Realität nicht geschehen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Und ein zweites, weil ich jetzt einfach zwei nenne, ist es ein Gerät, bei dem man automatisch Sprachen verstehen kann und auch sprechen kann. Man kann es ja vielleicht auch, man muss es ja nicht machen, wenn Leute halt gerne Sprachen selber lernen, können sie das ja immer noch tun. Aber ich fände das so toll, Bücher in der Originalsprache lesen zu können oder auch irgendwo hinzufahren, wo man sich halt nicht irgendwie mit Händen und Füßen und einem schlechten gebrochenen Englisch verständigen muss, sondern wenn man wirklich mit den Leuten reden kann und halt eine Konversation aufrechterhält, die einem vielleicht auch was über das Land oder so erzählt und man nicht halt auf Wörter zurückgreifen muss, die beide irgendwie nur gelernt haben und die sie nicht so verinnerlicht haben für ihr Leben in ihrem Land. Das finde ich toll. Als fünftes wird gefragt, nee, aufgefordert, nenne drei Dinge, die du trotz neuer Technologien behalten möchtest. Punkt Nummer eins, vielleicht ein bisschen klischeehaft jetzt hier, sind tatsächlich Bücher. Selbst wenn wir halt nicht nur E-Books haben, sondern was weiß denn ich, vielleicht haben wir dann hier einen Bildschirm für uns und können lesen, aber ich möchte Bücher gerne anfassen. Punkt Nummer zwei, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber das sind Fenster. Selbst wenn wir später mal irgendwie eine Technologie haben, wo man halt vielleicht auf einem Bildschirm ein wunderschönes Bild und eine wunderschöne Aussicht suggerieren kann, die bestimmt schöner ist als so die Baustelle, die ich vielleicht gerade vor meiner Tür habe, habe ich ein extremes Unwohlsein, wenn ich daran denke, so komplett von Wänden und Bildschirmen und sonst was umgeben zu sein. Also selbst wenn ich ja aus meinem dritten Stock auch nicht rausgehen kann, ist so ein Fenster, was man aufmachen kann, wo man in die Welt reingucken kann, für mich irgendwie immer so ein... Nee, beruhigen tut mich das eigentlich auch nicht. Das habe ich jetzt auch nur für die Frage mir so ausgedacht, aber ich finde das schön, direkt mit der Welt Kontakt aufzunehmen. Durch mein Fenster. Oder so. Und das dritte, das läuft zwar vielleicht wieder so in Richtung Buch, aber das sind einfach so Stift und Papier. Oder auch also allgemein Schrift vielleicht. Könnt ihr auch alles nur noch als Notizen aufsprechen oder so. Oder sich halt im Smartphone Dinge aufschreiben. Aber für mich sind Stift und Papier immer noch irgendwie, das gefällt mir. Das hab ich lieber. Ich liebe auch irgendwie so Papierstapel, die ich ordnen muss oder so. Das finde ich auch extrem schade. Seit dem Studium schreibe ich sehr, sehr wenig auf. Ich habe eigentlich kaum noch längere Zettel als einen Einkaufszettel, aber mag das immer sehr, mit Hand zu schreiben. Als nächstes. Was dürfte für dich in einer Parallelwelt nicht fehlen? Sauerstoff wäre ganz gut. Und abgesehen davon kommt es halt komplett auf die Parallelwelt an. Also falls es eine nette Parallelwelt ist, hätte ich gerne meinen Partner dabei. Falls nicht, will ich den natürlich da nicht unbedingt mit reinziehen. Also, das kommt wirklich komplett auf die Welt drauf an. Also, ich könnte definitiv ohne Bücher leben, wenn die Welt interessant ist. Aber wenn das jetzt so eine Welt ist wie unsere, nur ein bisschen anders, dann hätte ich schon gerne Unterhaltung in Form von Büchern. Also, das ist so eine extrem offene Frage. Die siebte Frage ist die einzige, die sich auf Bücher bezieht. Schau in dein Regal. Welche von den Büchern und Filmen, die in der Zukunft spielen, magst du am liebsten? Das ist für jemanden, der gerne Science-Fiction liest, natürlich eine absolute Totschlagfrage. Und ich denke, ich werde auch nochmal so ein Empfehlungsvideo allgemein für Science-Fiction machen, aber ich möchte euch jetzt auch ein paar nennen. Punkt Nummer 1 von Dan Simmons, die Hyperion-Gesänge. Das ist eine gute Verbindung aus Space Opera, weil wir haben auch so ein Galactus Imperium und Rebellen, aber die eigentliche Geschichte bezieht sich auf sieben Pilger, die zu so einem anderen Planeten, zu einem Wesen reisen und unterwegs halt ihre Geschichten erzählen. Und hier gibt es sehr viele Verweise, zum Beispiel auf John Keats oder allgemein auf die Literatur. Und das verbindet halt so diese Space-Opera-Elemente gut mit so auch Kultur- und Geisteswissenschaften. Fand ich sehr, sehr angenehm. Als nächstes Meeres von Margaret Atwood. Was ich jetzt empfehlen würde, ist einerseits Der Report der Magd. Das ist eine Dystopie, in der es vor allem so um die Frauenrechte geht, sag ich mal. Und Oryx und Craig, was zwar der erste Teil in einer Trilogie ist, aber den würde ich auch allein schon empfehlen. Das ist etwas für Leute, die sich so für Umweltverschmutzung, Genmanipulation
und vielleicht so den Gottkomplex von Wissenschaftlern interessieren, die halt Dinge verändern, die vielleicht nicht verändert werden sollen und sich extrem in die Menschheitsgeschichte einmischen, sodass, na gut, das kann ich euch jetzt eigentlich noch nicht erzählen, die sich halt extrem in die Menschheitsgeschichte einmischen. Allgemein, Dystopien, immer wieder. Die Klassiker Schöne Neue Welt, Fahrenheit 451 und 1984 von George Orwell, was übrigens von Wir inspiriert ist, von Yevgeny Zamyatin. Und dann noch eine weitere Empfehlung auf Englisch, die irgendwie, habe ich das Gefühl, in Deutschland nicht ganz so bekannt ist, von Ayn Rand, Anthem. Noch ein paar weitere, die ich euch empfehlen möchte, ist allgemein vieles von Ursula K. Le Guin. Ich habe hier so ein Packen alte Science-Fiction-Bücher und guckt euch mal diese tollen Cover an. Diese großartigen Oldschool-Zeichnungen gefällt mir sehr gut. Also hier ist eigentlich für alle was dabei. Also das hier wäre zum Beispiel auch wieder so Umweltverschmutzung und auch so Imperialismus, also wie halt die Menschheit mal wieder einen Planeten besetzt und einfach nur, wie sagt man, nicht ausrotten, ausschlachten möchte. Auch wieder so ein bisschen Feminismus, was man damit spürt und eigentlich ganz interessant. Noch zwei am Ende, der Klassiker Philip K. Dick. Von ihm habe ich irgendwie, oh, hier ist der Dreck drauf. Von ihm habe ich irgendwie nicht so die berühmten gelesen, also wie zum Beispiel Blade Runner oder Minority Report, also die Vorlagen dafür, sondern habe mit Ubik angefangen, was glaube ich damals ein bisschen zu zeitig für mich war. Ich kann mich auch gar nicht mehr gut erinnern und ich glaube, ich habe das auch nicht alles verstanden und müsste die drei Bücher, die ich von ihm da habe, auf jeden Fall nochmal lesen. Aber allgemein ist es einfach so ein wichtiger Schriftsteller in der Science Fiction gelesen, dass ich ihn unbedingt mit erwähnen möchte. Und ein letzter, den ich auch schon mal in die Kamera gehalten habe, von Philip Hostel Farmer, der Flussweltzyklus. Das ist ein Werk, in der entlang eines langen Flusses die verschiedene Menschen wiederbelebt werden. Und die Frage ist, warum? Ist das ein Experiment? Sollen die Menschen miteinander ankommen? Ist das eine Chance? Ist das halt ein Jenseits? Oder was ist hier eigentlich los? Und die Auflösung fand ich eigentlich ganz spannend. Dann möchte ich am Ende auch nochmal ein paar Filme nennen. Ich werde die euch unten alle aufschreiben nochmal, denn da möchte ich gar nicht so viel drüber erzählen. Die erste Gruppierung sind auch so Dystopien. Und da hätten wir einmal The Road, also die Verfilmung von Die Straße von Cormac McCarthy. Genauso Gattaca, Dark City, das Jahr 2022 und Delikatessen sowie der Snowpiercer, für den es auch eine Comicvorlage gibt, worüber ich schon mal erzählt habe. Und dann vielleicht noch so eine Mischung Filme, die sich eher so mit virtuellen Realitäten beschäftigen. Das wäre einmal Existenz und The 13th Floor. Und dann noch zwei am Rande, einmal A Scanner Darkly. Das ist auch von Philip K. Dick. Ist so eine Mischung aus, es geht auch hier um Realität, Illusion, Drogen und so weiter und so fort. Und eine moderne Verfilmung, das wäre Her. Vielleicht auch eine Empfehlung für alle die sich nicht so mit reiner, düsterer Science-Fiction beschäftigen wollen, sondern hier ist es vielleicht eine Mischung aus Liebesfilm und Science-Fiction, halte ich aber für einen sehr, sehr guten Film. Als vorletztes wird gefragt, Hand aufs Herz, würdest du dich einfrieren lassen, um die Zukunft erleben zu können? Hier habe ich eine Weile nachgedacht und meine Antwort lautet doch nein. Ich würde es sehr, sehr gerne wissen und auch gerne direkt sehen, aber ich möchte nicht dann für immer dort leben. Also ich bin unglaublich interessiert daran, wie sich wohl die Menschheit so entwickelt. Ich mag auch so, ich weiß nicht, Verbindungen, die man dann so in der Geschichte der Menschheit entdeckt, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber ich möchte auch gerne so dem Stand, wo wir jetzt sind, vielleicht irgendwie was beitragen. Also ich möchte nicht einfach gucken, okay, was macht die Menschheit so und dann reise ich mal in die Zukunft, dann gucke ich mir vielleicht nochmal an, was macht die Menschheit denn inzwischen, sondern ich lebe halt jetzt und es gibt noch viele Verbesserungs... nicht nur Möglichkeiten, sondern Dinge, die man verbessern muss, aber ich möchte deswegen jetzt nicht unbedingt aus meiner Zeit herausgerissen werden. Oder selbst wenn das jetzt so am Ende meines Lebens ist, dann möchte ich nicht so als 90-Jähriger dann in Zukunft, selbst wenn es dann Implantate und sonst was gibt, die mich vielleicht wieder jung werden lassen. Ich möchte es gerne sehen, ich möchte es gerne wissen, aber nicht dort leben. Und als letztes, willst du in der Zukunft anders sein oder bleiben, wie du bist? Jetzt ist es so, dass mein Selbstwertgefühl in den letzten Jahren wirklich besser geworden ist. Ich bin recht zufrieden mit dem, wie ich bin. Jedoch, ich bin erst 24 und ich möchte kein Leben führen, in dem ich mich nicht mehr verändere. Also ich möchte noch viele, viele beeindruckende Erlebnisse haben, die auch wirklich, die einen
Eindruck in mir hinterlassen, die mich eventuell verändern. Also ich will nicht für immer so bleiben, wie ich bin. Das wäre ja furchtbar langweilig, wenn man mit 24 sich nicht mehr verändert. Ich möchte auch gerne noch Neues entdecken und auch gerne selber Dinge schaffen. Und das hat, glaube ich, immer was mit einer Veränderung auch zu tun. Also man kann jetzt nicht auf demselben Stand bleiben, wie man halt mit 16 war oder so. Und das möchte ich auch mit 24 halt noch nicht. Jetzt ist aber so, es gibt definitiv viele, viele Eigenschaften, auf die ich inzwischen schon irgendwie stolz bin, die ich mag, die ich an mir schätze. Das heißt, ich möchte keine 100-Grad-Drehung, aber ich möchte definitiv auch nicht dann, sagen wir jetzt mal, mit 80 so sterben, wie ich jetzt bin. Ja, und das war's auch schon. Damit habt ihr jetzt etwas über mich erfahren, anstatt über Bücher. Zumindest ein bisschen was auch über Bücher. Und ich habe wieder vor, niemanden speziell zu taggen, sondern ich möchte jeden taggen, der glaubt, dass dieses Jahr noch eine, naja, große, eine Veränderung auf ihn zukommt. Also egal, ob das nur vielleicht ein Umzug ist, eine neue Arbeitsstelle, ein Studienabschluss und so weiter und so fort. Die sind alle getaggt und ich würde mich freuen, falls ihr mir unten nochmal schreibt, wenn ihr den Tag gemacht habt oder so. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.